Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Vom 22. bis 26. Mai findet der Chess Kit Cup statt. Das ist die dritte Etappe der Champions Chess Tour, die mit 2 Millionen Dollar dotiert ist. Es wird gespielt, wie immer, im Double Elimination, doppelten K.O.-Modus. 8 Spieler haben sich für die Division 1 qualifiziert. Die Favoriten Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana oder Nordilbek Abdusatov, auch Alireza Firuzja. Magnus Carlsen spielt ja parallel, er hat abgesagt für den Chess Kit Cup, er hätte auch mitspielen können. Er spielt ja parallel Grand Chess Tour in Warschau, er kann halt auch nicht gleichzeitig überall sein. Und es gab natürlich auch Qualifikationsturniere, wie immer, während der gesamten Chess Tour, da kann auch jeder mitspielen, auch alle Titelträger. Und der deutsche Großmeister Dimitri Kollers hat sich qualifiziert. Und wir schauen uns an, was er in der ersten Runde gegen Alireza Firuzja fabriziert hat. Das Duell schauen wir uns an. Sind insgesamt 3 Divisions. Es wird auch Division 2 gespielt, Division 3. Da sind auch weitere deutsche Großmeister dabei. Vincent Keimer, Matthias Blühbaum, Alexander Donchenko in den weiteren Divisions. Aber natürlich konzentrieren wir uns auf Division 1, auf das Hauptturnier. 8 Spieler, doppelter K.O.-Modus, wie gesagt. Also wenn man einmal verliert, dann geht es unten weiter und man kann wieder hochkommen. Inzwischen solltet ihr die Regeln kennen. Es wird gespielt. Matches bestehen aus 4 Rapid-Partien. Wenn es 2-2 steht, folgt eine Armageddon-Partie innerhalb des Matches. Und Bedenkzeit ist 15 plus 3 im Rapid. Das Duell Firuzja gegen Kollers war viel, viel spannender als erwartet. Die erste Partie gewann Firuzja, man dachte schon, ja, souverän, aber dann gewann Dimitri, glich aus, 1-1 und dann kam diese dritte Partie hier. Er stand die ganze Partie mit Schwarz über, nicht die ganze, aber ein Großteil der Partie stand er auf Gewinn. Aber hier in Zeitnot macht er einen Riesenfehler, Turm E7, der kam von F7 hier, ging hier rüber und hier kann Weiß gewinnen. Er hat 2 Züge, mit denen er gewinnen kann, Firuzja hier. Der souveränste Zug ist hier, oder der genaueste Zug ist Dame F5, fesselt hier die Dame und greift nochmal E6 an und Schwarz kann hier nichts mehr machen. Verliert einfach Material. Dame F5, GF5 und dann ist der Springer hier weg. Feierabend. Ich weiß nicht, ob es ein Mauslip war. Firuzja hatte super wenig Zeit, er hatte nur noch irgendwie so 5 Sekunden. Er zog stattdessen Dame D3. Riesenfehler. Was für ein Blunder. Vielleicht wollte er da rein nach D5 den Springer. Nee, was will er denn da? Nee, keine Ahnung. Vielleicht war das ein Mausslip. Dame schlicht B2 matt. Hat sich einzügig matt setzen lassen hier. Ich habe mir das auch nebenbei in der Live-Übertragung angeschaut. Damit ging Dimitri 2-1 in Führung und musste mit Weiß in der letzten Partie, in der letzten Rapid-Partie, nur noch Remis spielen. Aber Firuzja schlug zurück. 2-2 und dann musste immer wieder der Armageddon her. Wie so üblich beim Armageddon wird geboten, mit welcher Zeit man spielen will. Aber was heißt wie üblich? Das wird bei der Champion Chess Tour gemacht. Und Dimitri bot 9 Minuten 29 an. Er war bereit, runterzugehen auf 9 29 von den 15 Minuten. Firuzja dagegen wollte unbedingt Schwarz und bot sogar nur 8 Minuten 20. Das heißt, er unterbot hier Dimitri und bekam die schwarzen Steine, musste aber jetzt mit 8 Minuten 20 auskommen, während Dimitri mit 15 Minuten die Partie begann. Also schon 7 Minuten Zeitvorteil ist schon eine Menge. Aber Firuzja war sich sicher, mit Schwarz reicht ihm ja ein Remis. Das schafft er. Okay, die Partie schauen wir uns an. So ein bisschen im Schnelldurchgang ist natürlich jetzt auch, ja, bei einer Armageddon-Partie müssen wir natürlich nicht jeden so auf die Goldwaage legen und alles sezieren. Aber das meiste, was jetzt hier am Anfang kommt, ist sowieso Theorie. Berliner Verteidigung. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, Spanisch, Kemba. Springer F6, die Berliner Verteidigung wird immer wieder gespielt, eine Hauptwaffe bei allen Großmeistern gegen die spanische Partie. Rochade, okay, wir haben bei der WM hier D3 gesehen, Nepo hat hier D3 gespielt gegen Ding, aber Rochade ist natürlich ein legitimer Zug und wurde sehr, sehr viel gespielt. Springer E4, Turm E1, diese Variante hier. Springer D6, Springer schlicht E5, droht Springer schlicht C6, Abzug, sieht gefährlich aus. Passiert aber gar nichts hier. Läufer E7 einfach, plombiert die E-Linie. Läufer F1, zurück. Springer E5, Turm E5, Rochade, D4, Springer E8, typischer Zug, mit dem man jetzt hier den D-Bauern
ziehen möchte. Der Springer soll dann über F6 wieder zurück ins Spiel oder über D6 später. D5, sehr interessant. Weiß sichert sich hier so ein bisschen Raumvorteil durch diesen Bauernvorzug. Läufer C5, der Läufer geht vor die Bauernkette, es soll jetzt D6 folgen. Läufer E3 greift den Läufer an. Das wurde alles bis hierhin schon häufig gespielt und Schwarz reagiert in der Praxis eigentlich immer mit D6. Die Idee ist nach Läufer C5, DC5. Man hat zwar hier einen Doppelbauern, aber der Springer kommt nach D6. Wunderschönes Blockadefeld für den Springer. Warum Blockade? Der blockiert hier den Bauern auf D5. Und Springer, man sagt, die Springer sind die besten Blockeure oder die besten Blockadefiguren. Filusia spielte aber sehr, sehr schnell. Er musste ja Zeit aufholen. Allerdings spielte Dimitri auch sehr schnell. Läufer E3, Turm E3. Schwarz tauscht im Prinzip nur ab. Es reicht ihm ja auch in Remis, er möchte einfach alles abtauschen, die Stellung vereinfachen und mit wenig Risiko spielen. Im Stream kann ich mich erinnern, haben die Kommentatoren Dimitri auch so ein bisschen kritisiert für die Eröffnungswahl, weil das natürlich eine sehr ausgeglichene Variante ist und man damit eigentlich kaum auf Gewinn spielen kann. D6, Springer C3, Springer F6, normale Entwicklungszüge, Dame D4. Wir haben die Eröffnung ja immer noch nicht abgeschlossen. Dame D4 gefällt mir, zentralisiert die Dame. Läufer D7, Turm AE1. Verdoppelt hier die Türme, bringt jetzt aber auch nicht so viel, weil auf der E-Linie ist gerade nicht so viel los. Turm E8, okay, jetzt schon mehr. Und Schwarz spielt weiter auf Abtausch. H3, okay. A6, okay. A4, gefällt mir. Verhindert hier B5, falls das überhaupt eine Idee war. Aber es geht vielmehr darum, hier noch mehr Raum zu gewinnen. H6, Luftloch. A5, Raumgewinn am Damenflügel. Turm E3, Turm E3. Weiß steht ein Hauch besser, wie üblich in solchen Stellungen. Allerdings haben wir schon zwei Leichtfiguren getauscht. Und dadurch kommt der Raumvorteil jetzt nicht so sehr zum Tragen für Weiß. Weiter mit C5. Dieser Zug gefällt mir nicht ganz. Läufer F5 gefällt mir hier ganz gut mit der Idee hier, ja, den Bauern angreifen, Dame D2 zurück, Dame F8 und dann jetzt im nächsten mit Turm E8 einen weiteren Turm zu tauschen und dann mit Dame und den zwei Leichtfiguren zu spielen. Weiß steht, wie gesagt, ein Hauch besser wegen des Raumvorteils, aber das ist jetzt im Endspiel jetzt auch nicht so viel. Also bei besser Verteidigung ist das eigentlich Remis. C5. D schlägt C6, Läufer C6. Das ist auch okay aus schwarzer Sicht, aber man hat hier so einen schwachen Bauern jetzt auf D6. Und Weiß hat jetzt einen Plan, den Bauern vorzuschieben am Damenflügel. B4, gefällt mir. Dame D7, Springer E2, macht hier Platz für den C-Bauern und der Springer soll nach F4. Turm E8, Turm schlägt E8, Springer E8, Springer F4. Springer C7. Mit der Idee Springer E6, weiterer Abtausch. C4. Weiß hat die etwas bessere Struktur, ne? Man sieht das. D5, starker Zug. Möchte seinen schwachen Bauern loswerden. Im Übrigen, Springer E6 ist hier gar nicht so gut. Springer E6, Dame E6 und dann kommt B5 schon. Und dann hat Weiß hier potenziell schon Freibauern am Damenflügel. Sehr gefährlich. F schlägt E6 wäre eine Alternative, aber dann kommt Dame B6 und dann B5 im nächsten. Schon unangenehm. Schwarz spitzt D5, das ist gut. Springer H5, sehr gut gespielt hier von Dimitri, anstatt jetzt plump einfach alles abzutauschen auf D5, was nur zu einem wirklich minimal besseren Endspiel führt. Allerdings dann nur mit Läufern, also wenn man ja alles abtauscht auf D5, Springer und Damen, dann ist das Läufer-Endspiel ein Hauch besser für Weiß, aber das ist zu wenig im Gewinnsinne. Springer H5 gefällt mir, droht matt. Jetzt könnte man Springer E6 spielen oder Springer E8. Springer E8 will Stockfisch spielen, aber Springer E6 ist sehr menschlich, greift die Dame an mit Tempo, wird G7 gedeckt. Dame G4 fesselt allerdings so ein bisschen den Springer hier. Springer F6 Schach droht erstmal. Ganz wichtig hier, nicht übersehen. König E8 wäre jetzt der gute Zug hier. Einfach aus der G-Linie rausgehen. Die Stellung ist ausgeglichen hier. H4 ist jetzt der beste Zug hier laut Stockfisch, um hier Springer G5 zu verhindern, vermute ich mal. Und vielleicht hat Weiß hier nur so ein bisschen Initiative, aber eigentlich sollte das nicht reichen. Firuzja spielt Dame E7 und das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Warum? Ganz einfach. B5. Er lässt hier plötzlich B5 zu. Die Dame war ja vorher auf D7, deckte B5 mit, aber jetzt ist B5 möglich und plötzlich rollen die Bauern am Damenflügel. A, B5, C, B5. Sehr gefährlich hier.
Läufer E8 zurück und jetzt A6. Natürlich, der Bauer rollt. Der Freibauer muss laufen. Lauf. Schlang, Schlang. Toller Freibauer, gedeckt hier vom Läufer. Entfernter Freibauer, ne? Sehr, sehr stark. Läufer C6. Hier steht Weiß inzwischen auf Gewinn, wenn man das tiefer analysieren lässt von Stockfisch. 15.1. Dann werden hier verschiedene Gewinnwege angezeigt. Springer G3 scheint sehr gut zu sein mit der Idee Springer F5 hier, diese Umgruppierung. Dann steht der Springer auf F5 extrem stark. Aber Dimitri spielt hier F4 mit der Idee F5, den Springer vertreiben und dann matt setzen hier. Plump, aber nicht ineffektiv. Dame C5 Schach, König A2, Dame D4. Will G7 weiterhin gedeckt halten, fesselt den F-Bauern. Dame G3 zurück, geht aus der Fesselung raus. Dame A1 greift den Bauern an und deckt G7 weiterhin. Hier gewinnt Weiß mit F5. Springer G5 und Läufer D3. Und dann ist die Idee H4 hier entscheidend. Dame F1 geht gar nicht wegen Springer F6 Schach, König A8 und Dame B8 matt hier auf der Grundreihe plötzlich. Schwarz kann nur zwei Figuren dazwischen stellen. König F8 ist sofort matt natürlich hier. Dame D6, April, April. Also F5 war sehr stark, aber natürlich in einer Rapid-Partie sieht man nicht alles. Läufer D3 geht dem Angriff aus dem Weg, schützt den Läufer. Springer C5 greift den Läufer an. Der Läufer ist hier sehr wichtig. Den müsste man jetzt behalten mit Läufer E2 oder Läufer C2. Beides führt zu einer Gewinnstellung. Aber Weiß spielt hier F5. Spielt weiter auf Angriff. Mir gefällt allerdings, dass er hier so sehr aggressiv spielt, muss ich sagen. Na? Das ist aber ein Fehler wegen Springer D3. Dame D3. Kurz F6 hier überlegt, aber dann kommt Dame E5 und dann werden die Damen getauscht. Dann steht man plötzlich richtig schlecht. Nee, Dame D3. Und das ist immer noch eine sehr schwierige Stellung. Weiß hat potenziell die bessere Leichtfigur, immer noch den Freibauern. Immer noch Angriff hier gegen G7. F6 ist hier der Zug, der Schwarz die nächste Runde gesichert hätte, denke ich. Das Problem ist, ich kann zwar nach G3 mit der Dame, da kommt Dame E5. Und oh, da muss ich ja die Dame tauschen. Das ist ja doof. Und Springer F4, Dame F5 ist natürlich auch nicht schön. Die Idee von F6 ist, Dame E5 zu spielen. Im Prinzip egal, was Weiß macht. Und hier den König attackieren und dann nichts mehr mit Angriff hier. Aber Ferruccia spielt König F8 und das verliert. Ihr seht schon den Balken. Ne? Dame G3. Jetzt droht wieder hier auf G7. Es droht Dame D6, Dame B8. Viel zu viele Möglichkeiten, den schwarzen König auf den schwarzen Feldern zu attackieren. Und vor allem der Läufer auf C6 ist eine traurige Figur hier. Dame schlicht A6 probierte Ferruccia. So, es gewinnt hier alles. Dame G7, Dame D6 führt zum Matt. F6. Schön auch. Droht alles Mögliche hier. G5. Gf6, die Pointe ist Dame D6. Ne? König hierhin, Springer F6 matt. Oder König hierhin. Und dann am Ende matt auf G7. Ne? Wenn man den König nach H7 treibt, die schwarze Dame ist zu weit weg, kann nicht verteidigen. Also F6 hier. G5. Aber das dauert auch nicht mehr lange. Dame D6. König G8. Dame B8, König A7. Jetzt wiederholt er einmal die Züge. Dame B1, König G8, Dame B8, König H7. Wobei das nichts bringt, oder? Doch, doch, klar, die spielen ja mit Zeitgutschrift auch, oder? Nee, natürlich nicht. Was rede ich denn da? Dame F8, droht hier matt. König G6. Springer G3. Na, hier muss man ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass der König über F5 wegläuft. Ne? Auf Dame G7 läuft der König weg. Nicht König H5, G4, König H4, Dame H6 matt. Deswegen Springer G3, deckt die Felder und droht Dame G7 matt. König F6, Dame D6 Schach. Gut gesehen, König G7, Springer F5 Schach. Und der König kann nicht fliehen. König G8, Dame F6, droht matt auf G7. Und hier gab Ferruccia auf. Ja, was soll er machen? Es gibt keine Züge, ne? König F8 kommt, Dame H8 matt. Ja, gibt keine Züge hier. Toller Erfolg für Dimitri Kollas, der Alireza Ferruccia geschlagen hat beim ChessKit Cup. Und das war auch nicht die einzige Überraschung. Wir schauen mal auf die Ergebnisse der ersten Runde oder beziehungsweise des Viertelfinales. Na, wo haben wir es? Hier.
Ihr seht es, Hikaru Nakamura verliert. Na, das gibt's. Wir erleben noch die Tage, wo Hikaru Nakamura mal im Rapid oder im Blitz verliert, im Match unglaublich gegen Jorn van Voorhest, auch mit 2,5, nicht auch mit 2,5, über 4 Partien ging das. Caruana und Abdusatov setzen sich dagegen durch, gegen Gilles Moussard und respektive Alexander Shimanov. Und in der nächsten Runde bekommt es im oberen Teil des Turnierbaums Dimitri gegen mit Jorn van Voorhest zu tun. Das ist auf jeden Fall ein schlagbarer Gegner, das ist seine Kragenweite nominell. Unten das Top-Duell eigentlich, das man eher oben erwartet hätte, Nakamura gegen Firouzja. Einer von den beiden scheidet dann aus, weil einer natürlich verliert das Match, logischerweise. Tja, ich werde natürlich den Chess Kid Cup weiter verfolgen. Wir haben natürlich sehr viele Turniere, die gerade laufen. Ich hoffe, ihr behaltet den Überblick. Ich versuche dafür zu sorgen. Bleibt mir gewogen. Hinterlasst gerne einen Kommentar und freut euch mit mir, mit Dimitri, für Dimitri. Macht's gut.